Ja, Leute, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier im nächsten Part vom FIFA 16 Manager Modus. Und ja, Vardy wollte unbedingt nochmal spielen, weil er ja auch super getroffen hat als Joker zweimal. Und ja, an Percy reißt da vorne eh nichts. Hier sehen wir nochmal die Tabelle. Gegen Tabellen 17. geht's ran. Sollte eigentlich ein easy Win werden, aber ja, wir sind nicht so perfekt eingespielt. Und ja. Ich hoffe, das reicht auch wirklich für den Sieg. Sousa darf dieses Mal auch ran. Ist auch irgendwie gut in Form. Und im letzten Part habe ich es gesagt, die haben alle schwarze Streifen. Das gegnerische Team hat wieder schwarze Streifen im Trikot. Und sogar schwarz-graue Streifen. Also, ey, Alter, die kann man so wenig. Vor allem auf dem Rücken sind wir auch ganz schwarz, ey. EA, ohne Spaß. Aber das andere, die andere Farbe sah eher aus wie auch so leicht gelblich und das ist ja auch ein Trikot. Also ich, ja, seht ihr, ich kann die Spieler gar nicht auseinanderhalten. Ich verstehe nicht, wie die das in der Super League machen. Die haben alle gleiche. Ey, schon wieder! Ich bin so blöd. Ich muss jetzt echt jeden Pass, ich muss mich da jetzt übel anstrengen, dass ich da die Spieler auseinanderhalten kann. Ey, die Rücken, die sehen halt genau gleich aus, Mann. Wie behindert ist denn das? Vor allem EA wählt eigentlich automatisch immer die Trikots aus, die sich am unterschiedlichsten sind. Also zumindest im Manager-Modus, in Ultimate Team ist es, glaube ich, immer das halbe Trikot, das automatisch ausgewählt ist, aber. Wobei, ich weiß nicht genau. Aber ja, echt richtig dumm, es wird jetzt richtig schwierig. Und die spielen vor allem auch nicht schlecht im Moment. Wir kriegen kaum den Ball, zum Glück geht die Flanke wieder ins Tor aus. Ey, die Flanken in FIFA 16, ey, ich könnte kotzen. Außer die Gegner, die können die immer perfekt. Jetzt hoffentlich ist alles von uns, jawohl, Sousa, perfekt. Oh, was für ein mieser Pass, Mann. Torres scheint ein richtig schlechtes Passspiel zu haben. Zumindest im letzten Spiel auch so blöde Fehlpässe geschlagen. Ja, ey. Die laufen halt nicht mal in die Richtung, die ich drücke. Es war so klar, dass ich da nicht hinkomme. Jetzt war die, komm. Yes, guter Ball auf Nani. 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 Was? Der geht vorbei. Oh, wir kriegen auf die Ecke. Okay, es ging, war so stark geschossen, dass ich das gar nicht gesehen habe. Vardy macht es gut, geht in den Rückraum. Oh, das ist einer von uns, perfekt. Nochmal einer von uns am Start. Alter, das sind nur Spieler von uns gefühlt. Nein, Vardy schießt den einen Spieler an, der vor ihm steht, Mann. Komm schon, das wäre besser gegangen. Jetzt Markovic, Markovic. Ja, geil, Markovic verletzt und los. Sousa erobert sich den Ball zurück. Und wir kriegen den Eckball. Okay, Markovic steht wieder. Perfekt, perfekt. Puh, ja, wir versuchen es einfach wieder kurz, weil random reinschlagen ist irgendwie dumm. Okay, schön, dass ihr euch gegenseitig behindert. Finde ich immer gut. Und hier stehen wir da im Rückraum. Ja, ey, das sieht man doch echt keinen Unterschied mehr zwischen den Spielern. Ist das jetzt. Ich muss zu den Spielern wechseln, weil ich nicht den Unterschied sehe. Ey, Mann, ist das behindert. Ey, und er kommt. Wieso kann man FIFA seit Beginn an der Zeit nicht dem scheiß Pass entgegenlaufen? Weglaufen können sie, aber dem Pass entgegenlaufen geht nicht. So gestört einfach. Wow. Der Antritt mal wieder. Erstmal einen Schritt laufen, dann wieder stehen bleiben. Schöner Antritt, läuft. Ja, irgendwie wird es wieder nichts mit der Führung in der ersten Halbzeit. Wird es wieder auf dem 90-Minute-Tor rauslaufen müssen wahrscheinlich. Oder wir kassieren jetzt direkt ein. Der Pass war auch übertrieben stark. Jetzt los, komm. Torres.
Okay. Torres verliert den Ball. Toll. Akin ist vorne. Oh, wir kommen da nicht ran. Anstafft. Akin läuft nicht wieder nach hinten. Wieso auch? Nein. Jawohl, jetzt komm. Wardi schicken. Einfach immer Wardi schicken. Ja. Konzentration, wieso dahin? Ey. Ey, die Pässe. Ja, Wardi. Ey, wie langsam will er noch rennen? Ah, was ist das für ein Pass? Oh, natürlich. Und es ist Halbzeit. Oh Mann, es tut mir echt leid, aber ich kann nicht mehr aus dem Spiel rausholen, ganz im Ernst. Ja, 0 Schüsse vom Gegner, 56% Ballbesitz, also nicht mal daraus kann ich was machen. Übertrieben schlecht einfach. Die Gegner wieder von hinten umarmen, mehr machen sie wieder nicht, wow. Bisschen warten, bis der Gegner in mich reinläuft. Was anderes kann ich nicht machen. Und what the fuck, die Laufwege von den Mitspielern sind auch nur die besten. Ernsthaft, ey. Und jetzt ruckelt es wieder. Keine Ahnung wieso. Und dann wieder so eine scheiß Flanke. Nicht mal die KI kann flanken. Weltklasse. Wardi, komm. Wieso ist Nani da nicht gelaufen? Was hatte der vor? Was hat der gemeint, dass wir machen? Ich hab in der Mitte, ich hab gedacht, komm, entweder ist das einer von meinen oder der andere, aber irgendjemand in der Mitte muss doch von mir stehen. Aber nein, nein, steht niemand von mir in der Mitte. Wieso auch? Oh, schöne Annahme der Hand, Markovic, Weltklasse Spieler. Oh. Ich verzweifle echt, ich verzweifle echt. Ja, Hauptsache über den Ball wird Gegner gesprungen. Das Spiel ist so nicht sehenswert einfach gerade wieder. Aber manchmal läuft es im wirklichen Leben ja auch so, von dem her. Komm jetzt, Nani. Oh. Ich sehe nichts. Was? Das waren Spiele von mir? Okay. Gut zu wissen. Oh Mann, das ist so traurig, Mann. Ich immerhin erst die 75. Minute. Ey, er kriegt den Pass nicht hin. Wieso? Pässe, Mann. Es ist niemand anspielbar einfach, ey. Ich will nicht flanken, weil es eh nichts bringt. Ich muss aber echt mal machen einfach. Was will ich sonst machen? Ja. Ist wenigstens realistisch. Die Fans pfeifen schon, ey. Weil es einfach ein Scheißspiel ist.
komm ein paar Gegner einfach mal hinschmeißen, ne? Hinlaufen, dann läuft er wieder zurück automatisch. Ich gewinne keinen Kopfball mehr. Und keine Ahnung, wie der Ball durchkommen konnte, weil ich direkt an dem Gegenspieler dran stand. Wenn der Pass einfach mal zum Mitspieler kommt, ey. Ja, es funktioniert der scheiß LB-Knopf genau dann nicht. Wow, was für ein schöner Fußball der Gegner spielt, ey. Die KI, ey. Dumm rumgepasse und sonst nichts dabei, ey. Ja, Longshots bei mir können nicht funktionieren. Komm, jetzt kommt mal Shen rein. Und einfach mal Al-Kabir für Torres, oder? Ne, für Tufa, machen wir es so. Ja, aber der muss auch raus. Machen wir so. Mal einen anderen neuen Stürmer auch mal wieder reinbringen. Was zur Hölle war das? Ey, der steht da und wohin passt der? Ich drück sogar zu dem, ey. Ey, FIFA, Mann, du bist so scheiße einfach nur. Ey, ich gebe mir so Mühe, das ist. Ja, es macht einfach nicht das, was man. Ja, guckt euch das mal an, Mann! Wie kann man so einen Scheiß programmieren? Ey. Die KI spielt so dreckig einfach nur. Und wohin wirft er jetzt? Ich drück nach rechts! Wow, und senkrecht nach oben geklärt, das macht man immer im Fußball. Niemand anspielbar. Oh, ich dachte, ich komme so vorbei, aber das wird ein Unentschieden, Mann. Und was für ein dreckiges Unentschieden ist denn das, Mann? Hat die gegnerische KI einen Schuss aufs Tor? Ja, ein Schuss aufs Tor, wow. Und so scheiße spielt die KI. Was will ich da machen, Mann? Die KI hat immer mehr Ballbesitz, weil die nur scheiße hinten rumpasst, ey. Verlieren wieder 2 Punkte. Übel unnötig, Mann. Natürlich haben wir die wenigsten Gegentore, weil wir immer übertrieben... Was heißt, weil wir übertrieben gut spielen? Nein, eben nicht, weil die Gegner einfach übel scheiße spielen. Die halten nur den Ball und spielen nicht nach vorne. Ey, das ist übel frustrierend. Was, wir sind sogar einen Punkt dran gekommen an Trabzonspor. Ja, okay, immerhin kleiner Erfolg hier. Vardy freut sich jetzt bestimmt, dass wir ihn spielen lassen haben. Ja, genau so ist es. Und ja, bin jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so gut drauf. Ich kann es nicht glauben, dass wir schon wieder Unentschieden nur gespielt haben. Naja, Leute, also ich hoffe, im nächsten Part wird es wieder besser. Wir sehen es dann. Macht's gut. Tschüss.